kümmerliche Vorstellung. Ich warte jetzt hier schon seit Stunden. Dieser kleine Knilch wollte mir doch eine Bauernkleidung bringen. Auf keinen kann man sich hier mehr verlassen. Der kleine Greg. Wie ich sehe, kriegst du immer noch nichts geschissen. Oh nein, du räudiger Hund, hast mir gerade noch gefehlt. Ich dachte, du bist tot. Tja, da hast du falsch gedacht. Ich bin noch lang nicht tot. Und spricht mal etwas so über seinen großen Bruder? Vater wird sich im Grab umdrehen, wenn er dich jetzt sehen könnte. Lass bloß den alten Mann aus dem Spiel. Der Alte hatte im Gegensatz zu dir wenigstens ein bisschen Mumm in den Knochen. Haha, dass ich nicht lache. Und das kommt von dir, den Typen, der sich da hinten im Gebüsch versteckt hat, wie so ein Goblin. Du weißt genau wie ich, dass ich da nur stehe, damit mir der Wind nicht so um die Ohren weht. Ha, das kannst du ja wohl deiner Oma erzählen. Du lässt Oma aus dem Spiel. Ich rede so viel über Oma, wie ich will. Das ist die letzte Warnung. Ich spuck auf deine Warnung. Du hast immer die leckersten Kekse von Oma bekommen und ich immer nur die alten von gestern. Tja, dann heul doch. Jetzt reicht es mir, kleiner Bruder. Du wirst gleich heulen. Ich musste mir in meinem Leben immer alles hart erarbeiten und du hast immer alles geschenkt bekommen. Aber damit ist jetzt Schluss. Hey, wenn der Zeitpunkt ungünstig ist, dann kann ich auch später wiederkommen. Ja, du solltest lieber ganz schnell von hier verschwinden. Hier wird es nämlich gleich ein Blutbad geben. Du hast ihn auch gehört, Grünschnabel. Verzieh dich von hier. Ich bring mir die Bauernkleidung einfach später. Mit solchen Waschlappen arbeitest du zusammen? Ich glaube, für dich brauche ich gar keine Waffe. An deiner Stelle würde ich die Waffe lieber wieder ziehen. Ich mache jetzt ernst.